Ja, sehr gut, Peiler, lass mal jetzt gehen. Ich warte die ganze Zeit auf dich. Ah, okay, warte. Sag mal, Peiler, bevor du dir das zu bequem machst, ich wünsche mir wieder mal einen anderen Hut. Mein Möchte Hut mal sehen, zeig hat mir einen, den ich noch nicht drei kenne. Ecken. Oh, einen, den du noch nicht kennst. Ja, komm, jetzt überrasch mich mal. Aber der lässt sich scheiße. Wobei ich sagen muss, dass ich dein, wie sagt man dazu? Camouflage Fischerhut? Nennt man die Fischerhut, die Dinger? Nee, das hier ist ein Navy-Hut. Army. Dschungelhut heißt der, glaube ich, Kein richtig. Okay. Anglerhut. Ja, aber diese Anglerhüte sehen doch, oder sind von der Form her doch auch so ähnlich, wa? War Finde das ich nicht auch, so? ja. Ja. Den kann ich nicht aufsetzen, den drücke ich ja voll ein. Alter, warte mal, ich gehe jetzt schon mal vor. Ich habe noch was Maskenartiges, geht es auch? Ja, klar. Könnte aber ganz schön warm werden nach einer Weile. Stehst du doch drauf. Aber da kann ich den Hut sogar gleich auflassen. Noch mit. Ja, okay. Warte. Oh, das kommt Ach, jetzt ich noch. muss bloß erstmal reinkommen, das Ding. Ich hatte das ewig nicht an. Eigentlich ist das für den Winter, das ist auch richtig dick. Ah. Jawohl, ruf da. Ja, ziehen über. Ja, doch, ist doch entspannt. Einzig, was wir herausfinden müssen, ist mal hier den Ton anmachen im Stream. Sitzt einigermaßen gerade, ich hoffe doch. Ja, doch, sitzt gerade. Ja, doch, die Soundqualität leidet nicht drunter. Warte, Mackinac da hinten. So. Jawohl! Ah. So, zum Hut noch eine Maske. Cool, ey. Hast du noch eine weitere Jacke zum drüberziehen, oder? Natürlich, ich ziehe mich jetzt hier einmal um für dich. Nee, du sollst ja bloß noch was drüber ziehen, damit es schön kuschelig wird. Ist Na doch so oder? kuschelig. Noch ein schöner Schal und Handschuhe. Handschuhe mit Handschuhen zocken. Ja, komm. Wir rodeln eine Runde, Leute. Im Dunkeln rodeln ist doch Jawohl. immer eine gute Idee. Einfach vom Berg springen und Bord unterm Arsch und ab wieder der Peter! Was es auch Schlitten Yo, gibt. Alter. Jawohl, was ist Kannst das? du mit einem 3D-Drucker ausdrücken? Digi. Wirklich? Ja, genau wie die Wasserflasche. Als ob man so frisch rodeln kann. Okay, das fühle ich ja komplett. Okay. Das funktioniert hier ersehnlich nicht mehr. Ja, okay, aber das Wasser treibt dich so ein bisschen, oder? Ja, aber nur im flachen Wasser. Im tiefen Wasser geht's nicht. Ja, da sinkst du dann wahrscheinlich, oder? Ja. Aber damit kann man auch manche Flüsse runter. Aber wenn du irgendwo runterspringen musst, einfach, ja, den Pfeil unter den Arsch und springen. Ja, kriegst du dann keinen Fallschaden mehr wahrscheinlich, oder? Richtig. Genau. Das ist der Trick an der Sache. Na gut, stecken wir das Ding erstmal weg und dann rufen wir den Rest. Jawohl, da packt er seine 9 mm aus. Ich glaube auch. Da ist wenigstens ein kleines Licht dran. Das ist praktisch. Könnte ich auch auf die Shoddy drauf machen. Ich glaube nicht, dass das wirklich mehr bringt. Aber ich könnte theoretisch ja nebenbei auch immer noch das Feuerzeug anmachen. Wie im ersten Teil, das gute alte Feuerzeug. Ah, diesmal ist es ein Elektrofeuer, stimmt. Ja. Genau. Hatte diese frische lilane Farbe. Ab durchs Dunkle. Nachts durch den Wald. Also mit einer 9 mm in der Hand, mit einer Taschenlampe dran, hätte ich damit überhaupt kein Problem. Gut. Was machst du nachher noch? Wollen wir noch in den Wald gehen? Ich hätte schon Bock auf eine kleine Wanderung. Oh Mann. Einfach durchs Gestrüpp gegen Baum gelaufen. Okay, geht's tief runter. Wir nehmen mal wieder unseren hervorragenden Schlitten. Und ab geht er, der Peter. Steig ruhig ab. Müssen nicht weiter. Steig ab. Danke. Rutsch doch. Ja, ich rutsch weiter. Okay, weiter geht er.
So ewig weit kann es ja nicht mehr sein. Guck, hier ist schon wieder das Meer. Ich bin froh, weil ich das Ding wieder in 5 Minuten abnehmen kann. Ey, es wird ganz schön warm unter der Maske. Ja, komm, es ist dir erlaubt. Bring dich in Sicherheit, danach wird abnehmen. Das ist ein Ich habe meinen Spaß damit gehabt. Dauert ja noch kurz. Seid ihr schon da? Also ich bin hier, ja. Wir warten. Dein Arm ist auch hier. Ich komme. Ich eile. Was tut ihr? Jetzt kommen die alle. Keine Ahnung. Ich liege. Oh Gott. Ich hab auch ganz viel Aua. Ich habe Schmerzen. Boah, mir wird gerade deine Februar-Statistik angezeigt, ne? Mhm. Ein Tag und 10 Stunden hast du gestreamt im Februar. Fuck, wieder leer. Ah, schieß es. Danke. Beste ja. Kanal-Emote. Okay. Ich glaube auch der Gegner wird heftiger geworden, oder? Wollen wir die ausnehmen? Warte mal kurz. Oder kann ich ausnehmen? Alter, 16 Monate habe ich die schon abonniert. Ja, siehst du mal. Ich warte immer noch auf meinen einzigen Döner. Wir grillen noch am Wochenende, Digi, reicht das nicht? Boah, da habe ich Bock drauf. Ah, Thema Grillen. Mein Bruder hat gefragt, ob er auch mitkommen könnte. Oh nee, okay. Bitte nicht. Oh nee. Er ist auch volljährig, keine Sorge. Oh nee. Was ist denn noch schlimmer? Also können wir Penis bitte machen oder was? Ja, natürlich. Das ist irgendwie ein Schachtelkit mit. Machen wir aus mit. Machen wir aus meinem komplett wegrauchen muss. Dann machen wir aus meinem Bruder einen Spanferkel. Schön am Arsch angefangen, kommt aus dem Mund wieder raus, der spießt und ich drehe die ganze Zeit. Lag hier noch irgendwo einer? Ne, ich glaube es war nur dran. So, warte mal kurz. Jo. Wir sind ja noch nicht zu Hause. Wer ist es denn eigentlich noch? Oh, das sah, als ich auf der Karte geguckt habe, auf jeden Fall endlos weit aus. Ja, was so ein Stück. Ich hab vielleicht, naja, nicht ganz die Hälfte. Ach, der wird doch schon weiter, okay. Hä, der wird kam doch von hier. Unsere Olle ist doch hier unten. Die kam doch von hier unten. Der ist, glaube ich, hier noch nicht zum Schnitte. Okay. Ich würde mal sagen, die wurden gesteinigt, oder was? Alle Tassen im Schrank kann man nicht so sagen, ne? Ja, sieht ein bisschen schmerzhaft aus, aber... Und wie gesagt, ich laufe ja jetzt erstmal nach Hause. Ich will die Maske loswerden. Oder wo wolltet ihr jetzt hin? Ja, eigentlich nach Hause, oder? Nach Hause. Vorhin wäre der Gleiter doch praktisch gewesen, oder? Ja, bin ja auch voll mit dem Ding einmal nach Hause geflogen. Ja. Und wie ist denn das? Muss man das Ding die ganze Zeit mitschleppen, oder? Ja. Ja, es spawnt sich nach. Du musst es halt in der Hand die ganze Zeit tragen. So. Ja, du kannst es auch nicht in den Rucksack packen. Ja, okay, ist ein bisschen unrealistisch, aber auf der anderen Seite wäre das für das Game ganz schön praktisch eigentlich. Und wenn du mal kurz springst, dann gleitest du weg und dann fällt sie aus der Hand. So, ist auch nicht es ist so, also, ja, weiß ich nicht, da müssen die auf jeden Fall eine bessere Lösung finden. Ja. Knuspernudeln. Yum, yum, yum. Ramen. Amen, Bruder. Ramen. Ja, ich weiß. Amen. Ramen. Jetzt können wir was Neues drucken. Ich bin hier beim Bunker. Willst du, dass ich diese Maske noch ewig trage, wa? Was müssen wir denn noch drucken? Du kannst ja weiterlaufen, musst ja nicht mit runterkommen. Ich guck grad Fußball und ich hab jetzt zweimal verstanden, blas mich. Ich glaub, so heißt der eine Torhüter. Ich guck mal schnell nach, dass ich mich hier die ganze Zeit verhöre.
wieder nach Hause zurück. Yo, ich bin voll hinter dir, Pylos. Dem Wege des Flusses. Hallo, Josen. Und die Gabelung des Genusses. Genau. Genau. Nee, Blaswich mit W. So heißt ach, Blaswich. Blaswich. Man versteht, was man hören will, Dicker. Blas mich, Jusen. Ich stelle uns mal ganz viel Tech-Rüstung her. Ach, das wie ein Dudelsack. Können wir uns ja mal basteln, das Ding. Aber ich dudel nicht auf deinem Sack, Dicker. Warum nicht? Weil ich das nicht möchte. So habe ich mich früher auf PlayStation genannt, war Dudelsack-XD. Du Verrückter, Alter. Warum heißt du denn heute nicht mehr so? Versteh ich nicht. Ich hätte ja an deiner Stelle deinen Namen geändert. Du warst schon immer so ein Krimineller, Alter. Also, soll ich mal gucken, ob ich... Also ich weiß, so bei Epic Games, Steam und die ganze Scheiße, da kann ich meinen Namen ändern jederzeit. Ob ich den bei Twitch ändern kann? Soll ich mich da mal Dudelsack nennen? Geht das ja? Kanal. Ach scheiße, jetzt bin ich wieder raus. Egal. Nö, ich kann aber meinen eigenen Kanal melden. Mach das mal. Mach mal Meldung. Wir müssen ja fast da sein, oder? Oh, hier unten. Kann aber mal versuchen, aber ich glaube nicht, dass es klappt. Na fast, ne? Alter, ist der dunkel. Natürlich gleich hängen geblieben. Läuft. Oh, 5 Meter. In Manchester City. Ah, das Drucken so lange dauert, ey, das da aussieht. Da läuft Jusen schneller als ich rutsche. Ihm wird halt so auf den Arm viel zu viele Steine. Und hier kostet, glaube ich, eh nicht mehr durch. Also, ich glaube. Jawohl, Wasserrutschenpark. Boah, nimmst du ja richtig Speed auf, Alter. Nein. Ja, okay. Aber reicht ja auch, da drüben ist es ja schon. Kommt der Samstag eigentlich auch, Jungs? Ja. Garten grillen. Alex auch? Nö. Okay. Puh. Nach Hause ins Dunkel. Jetzt wird's hell. Blub. Hey, Jusen. Servus. Da sind wir wieder hier. Mit Hängegleiter im Revier. Und ich kann die Maske endlich abnehmen. Oh, Alter. Oh, und du hast ja einen Bart. Wo kommt denn der her? Ja, gezaubert hat er. Der ist gewachsen, weil er so lange anhatte. Genau. Musst du so lange tragen, dass wir den Bart hier wachsen. So läuft das. So läuft das. War räudig, aber ein bisschen was bringt. Na, okay, ich tue den nicht. Austern. Schleppe ich auch schon 3 Jahre mit mir rum. Mal gucken, was er dazu sagt. Die schmecken ihm gut, Alter. Schleppen wir hier schon 8 Wochen mit uns, aber die schmecken noch. Findet man da auch mal eine Perle drin? Sind denn Austern überhaupt Perlen? Das ist auch schon mal eine Frage. Für sich. Ich glaube ja. Na gut, hat nicht wirklich viel gebracht. Dann erst mal nochmal Knuspernudeln. Speckstückchen. Mmh.
Energie gepusht. Okay. Okay, davon muss man ja echt viele essen. War das fertig? Ich habe jetzt alles gedruckt, sage ich mal. So, David, ich gehe jetzt ins Ranked. David, ich gehe jetzt ins Ranked und überlege, ob ich wieder Thresh Support spiele, wa? Meine ich ernst. Boah, ist wie Blitzcrank, bloß ein bisschen anders. Ja, Blitzcrank konnte ich ja davor eigentlich auch. Also, Thresh war ich halt wirklich nicht kacke, weil ich versuch's einfach. Obwohl, ich kann's ja anders machen. Ich mach First Jungle, Second Support. Hier kommt David gleich. Was brauchten wir dafür? Ich hab ja ein paar. Eins, ja, okay. Okay. Also Draht. Welche Division bist du denn gerade? Seil, Batterien und so eine Leiterplatte. Okay. Ich bin tatsächlich nur Bronze 3. Aber als ich aufgehört hatte, war ich doch entweder Silber 1 oder Gold 4 oder so. Irgendwas dazwischen war ich. Und dann war ich doch jetzt 2 oder 3 Jahre nicht eingerankt. Dann mache ich meine 10 Placement Games, habe irgendwie 6 oder 7 gewonnen. Und auf einmal komme ich da nur Eisen 2 und ich dachte mir, ey, was ist denn jetzt los? Ich muss die ganze Zeit gegen Silber und Gold spielen. Und nach meinen 10 Games war ich dann einfach nur Eisen. Ah, und jetzt auch so, jetzt zum Beispiel meine ganzen Eisen-Games habe ich auch nur gegen Bronze und Silber gespielt. Jetzt meine Bronze-Games spiele ich nur gegen Silber und Gold. Dieses MMR-System bei League of Legends ist einfach Schmutz. Naja. Und es ist so dumm. Ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass es nicht genügend Spieler gibt. Warte mal. Ja, also ich muss halt ehrlich sagen, ich finde es halt einfach hart unnötig. Batterien. Ja, sollte schon mindestens die gleiche Division sein. Ups. Ja, also ich verstehe das halt nicht. Ich finde es halt deswegen auch absolut hart unnötig. Also wenn du Silber 1 vielleicht bist, ja, dann verständlich, dass vielleicht auch mal ein Gold 5 oder so drin ist. Ich könnte es auch verstehen, wenn ich Silber 2 oder 3 wäre, dass mal so ein Gold 5 oder Gold 4 dabei ist, ne? Aber dass ich halt 2 komplette Divisions überspringe, dass ich halt als Bronze 3 teilweise gegen, weiß ich nicht, Gold 4, 5 spiele, ist halt schon ein bisschen. Ja. Und ich bin halt auch immer fast immer der einzige Bronze in dem Game. Ja. Weil, wie lange brauchst du noch, David? Ich bin gleich da. Können wir schlafen gehen. Mein Team geht full AD. Wir überlegen, irgendeinen AP-Jungler zu spielen. Weil wir so einen Drecks-Yasuo in der Mitte haben, anscheinend. Ich sehe die im Kartus-Jungle. Hey, trinkst du auch Wasser? Bist ja voll der Jäger, Alter. Oder Fiddlesticks. Fleischhandschuhe. Fiddlesticks. Ein Reh als Kopfbedeckung, also. Rapid. Ja. Ich hab einfach Lederfell genommen. Keine Ahnung. Oh, du hast einen Hirschkopf auf dem Kopf. Ghana. Ich hab Sexy-Typ, du. Danke, Mann. Nautilus. Nautilus? Da kommt der David. Ja. Da ist er. Ja, da ist der schon unten. Ja. Hallo, David. Ja, wird da wieder mit Stein, der kleine Bastard. Na und? Aua! David, keine Steine. Ich habe eine Schrotflinte in der Hand, ist dir klar, ne? Ja, ich bin weg. Speichern? Speichern? Ist mir egal, was du mit der Schrotflinte machst. Du erträgst es. Sehr schön. So, dann hole ich nur kurz meine Jusen? Pizzerino aus dem Ofen. Ja. Schlafen? Ah. Kommen wir sofort. Jusen? Schlafen. Schlafen. Das Gegnerteam ist. Obwohl, nee, die haben nicht Sinn. Jetzt wird das voll AP. Morgen. Die haben die Sinn, da hat er ja sowieso verloren. Ne, die Gegner haben die Sinn. Leckt's erstmal ein bisschen. Naja, deswegen habt ihr ja sowieso verloren.
Scheiße. Obwohl es 50-50, entweder ist es ein guter Yasuo oder ja, aber weil ich meine, die haben Silas, Kaiser, Kayle und Annie, die haben so ein ekliges Team. Ja, oh, und die haben halt keinen wirklichen Tank, ne? Entweder also eigentlich kannst du, da sehe ich mich eigentlich so ein bisschen nicht oder halt nicht. Da sehe ich mich so ein bisschen Master Yi Duskblade, bin ich ehrlich. Ich sehe schon den Tank, der in euch reingekickt wird. Wie viele von den Platten hast du denn jetzt, David? 9. Echt jetzt? Die sind super teuer. Ja, 250 kostet eine. Bleibt die Rüstung dann wenigstens für immer, oder? Ne, die geht bestimmt auch in Arsch, oder? Die geht auch in Arsch, ausprobieren. Ja. Man muss mir mal bloß noch welche geben, dann kann ich sie herstellen. Alle anderen Materialien habe ich mir schon in die Taschen gesteckt. Ach du Scheiße. Ja, weil wow. Diesen Lee Sin noch nicht eingerankt und der hat einfach 800.000 Mastery Points auf Lee Sin. Warst du jetzt Cyber Dustin oder was? Das ist ein guter Lee Sin. Ich spiele League of Legends. Ja, ich weiß, aber deine Stimme war gerade wie Outer Space, du. Ach, wirklich? Ganz kurz, sorry. Ja, so ein paar Minuten. Dafür konnte ich paar Minuten, halbe Stunde. Das sind doch ein paar halbe Minuten. So, warte. Ach genau, das war, hatte ich mich ja auch noch gefragt. Kann ich die Dinger überhaupt ins Regal packen? Naja, hier sind sie. Jetzt packst du mir in den Rucksack. Siehst du sie? So goldene Platten. Goldene Platten. So, da sind die goldenen Platten. Wir nehmen die goldenen Platten. Ja, das ist ein Drehdrucker. Dann brauchen wir Draht. Wir nehmen den Draht. Was macht ihr daraus? Dann brauchen wir Seil? Nee. Keine Seil. Klebeband? Klebeband. Wir brauchen Klebeband. Na, toll, hätten wir nicht Seile brauchen können, davon haben wir genug. Leiterplatten und die Batterie noch, ne? Ja. Ja. Wow. 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 Fertig. Schön. Jo, ist orange als Rüstung. Soll ich dir was hinten reinpacken? Ich pack dir mal was hinten rein. Ja. Dann pack mal rein. Brauchst dich niederknien. So, hat jeder 3. Also ich bin gar nicht bei euch, ne? Dann hast du keine. Ich kann ja noch mehr herstellen. Warte, ich komme. Mach so einen wilden Mix. 3 eklige und 3 normale. Sieht bestimmt fesch aus, oder? Fashionista. Mein Jack. Mein Jax hilft mir auch nicht beim Redbuff, David. Ich könnte schon wieder ausrasten. Wen spielst du jetzt? Master Yi. Verstehe die Frage nicht. Ich dachte, du wolltest AP spielen. Ich denke mal, so in der Art sieht auch aus, oder? Hat kurz überlegt, AP, aber mir ist halt kein Jungler eingefallen. Also ich hätte Echo nehmen können, aber weiß ich nicht. Echo, wenn die einen Kayle, Sylas, weiß ich nicht. Naja, Problem ist, wenn du Master Yi bist und dein Team voll AD baut, dann bist du der, der als erstes die Arschrad hat. Ja, aber ich sag mal, ja, glaube ich eigentlich nicht. Warte, bis die Gegner Rüstung bauen. Ja gut. Das geht. Angelaufen, ganz leise, Leute. Seht ihr ihn schon? Warte mal, wir haben noch was Fernglas. Wo war das nochmal? Ich hab's vergessen. Angesegelt in seiner Umgebung. Jusen, was hast du auf Kopf? Ist ein Usinator. Man sieht sie selten in freier Wildbahn. Als ob.
Du hast einen Usinator gefunden? Ja, er ist mir mehr oder weniger direkt vor die Haustür gelaufen. Nein. Ja. Kann man nur so viel Glück haben. Ja, ne? Ist das von der Blätterrüstung? Ja, ich habe ein bisschen was gecraftet von mir, ja. Ja, Blätterrüstung mit Lederrüstung und mit der Mutantenrüstung kombiniert. Ja. Hä? Er starrt mich an. Jetzt dürfen wir uns nicht bewegen. Da kann er uns nicht sehen. Er hockt sich hin. Oh, er hat uns wohl sehr wahrgenommen. Wir hocken uns auch mal hin. Okay. Ruhig bleiben und fixieren. Wenn er sich langsam entfernt, das ist schon mal sehr, sehr gut. Gutes Zeichen. Aber er ist sich noch unsicher. Er schielt da noch über die Kante. Oh, fuck, Lee ist hinten bei mir. Du darfst nicht auf ihn schießen. Dann kann er in den Rage-Modus kommen. Du glaub mal, so ein Shotgun-Schuss tut schon ganz schön weh. Ach, da kann ich ragen, wenn er tot ist. Mhm. Das sagen die reichen Männer im Anzug immer. Mhm. Warum sagt es denn David? Du bist der Nächste. Weil er Mann im Anzug ist. Ich bin ein Jäger. Ein Jäger. Und Jusen sieht aus wie meine Beute. Na, wo ist er denn? Na, da ist er ja. Ist das scheiße. Na, hallo. Na, guck. Ist er, jetzt ist er wütend, David. Dann klär die Sache auf. Bist du deine Rüstung gleich wieder los? Ach, was. Er kommt runter. Oh nein. Na, dann hätte ich eigentlich gesagt, also das Problem ist ja, wenn wir den Gleiter tragen, dass der immer runterfällt, wenn wir so über Ecken, Kanten, sonst was gehen. Das ist korrekt, ja. Ja. Das heißt, ein Turm wäre eigentlich, glaube ich, nicht so gut, weil du den Gleiter, wenn du hier irgendwo aneckst, fällt der Gleiter, glaube ich, runter. Einfach eine riesengroße Rampe. No. Genau, du musst erst hochlaufen und dann... Eine Treppe, die eventuell einfach von hier unten geht, nach hier oben. Hier haben wir ja eine halbwegs gerade. Keiner von uns läuft mit. Das ist ein sehr guter Einsatz. Die Treppe ist von da unten nach da oben. Aber guck mal, wir sind doch hier schon recht hoch mit unserem Haus. Das ist doch in der Umgebung erstmal der höchste Punkt. Außer wenn wir noch weiter nach hinten gehen, da irgendwo. Aber wenn wir hier. Also, wir können natürlich auch von hier oben die Treppe beginnen. Aber dann müssen wir halt erstmal so viel hochbauen, sag ich mal. Oder wo, in welche Richtung könnte man... Ja, wir sind hier recht flach, also ich weiß nicht, ob das überhaupt generell so viel bringt, aber... Weil es halt das Blöde ist halt, wir müssten also immer den Gleiter irgendwo hinschleppen und ich denke mal, den Gleiter nehmen wir eher mit nach Hause. Aber wie hoch willst du denn die Rampe bauen, verstehst du, was ich meine? Wir sind fast auf dem Flachland und wir werden damit nie irgendwie in die Berge mehr kommen oder so. Wir werden hier über die Hügel links rechts hier weiter am Meer auf jeden Fall rüberkommen. Aber woanders kommen wir mit dem Gleiter denn eh nicht hin. Oder nicht? Mach du den Na, ich weiß nicht, vor, also. Wo wir was dahin machen. Naja, wir können es trotzdem gerne machen. Dann kommt man hier halt ein bisschen vom Fleck, aber mehr halt auch nicht, ne? Also, ich glaube, das wird schon schwer, wenn wir hier was hinbauen, überhaupt hier geradezu, wo ich hingucke, da hinten auf den Berg an der Küste zu kommen, wo man die Steilküste sieht. Ich glaube nicht, dass man mit dem Ding Auftrieb erzeugen kann, aber wir können es ausprobieren. Wenn man doch irgendwie Auftrieb ein bisschen erzeugen kann, dann wäre die Sache ja geritzt. Dann musst du halt bloß ewig im Kreis fliegen, bis du so hoch bist und dann bist du oben auf dem Berg. Na gut. Den in der Hand nehmen und gleich... Nee, das macht er nicht, ne? Nee, ich denke nicht. Nee, man muss also wirklich schon ein Stück fallen, dass das geht. Na, fallen ist doch mein zweiter Vorname. Jo, okay. Die 3 Meter reichen doch nicht aus.
doch, ich hab's geschafft. David fliegt. Ja, oh, ich hab's auch geschafft. Ich bin. Oh, fuck. Ich darf bloß nicht nach vorne drücken. Das vergesse ich gerade. Wie ist der von hier abgesprungen, oder was? Nur von hier vorne, wo unser Feuer ist, ja. Gerade eben hat es schon gereicht, dass ich hier oben von, wo wir mal drüber gehen, über unsere Mauer abgesprungen bin. Da ist er schon losgesegelt. Ja, okay, funktioniert ja. Ja, aber ich fahre irgendwie trotzdem runter. Na, dann drückst du zu weit nach hinten, Jusen. Musst du mal diesen kleinen grünen Punkt da unten in der Mitte im Auge haben, dann fliegst du mehr oder weniger gut. Hi, David. Aber hallo. So wie man sieht, aufsteigen kann man nicht wirklich. Nee, leider nicht. Man ist auch nicht besonders gefallen für das ganze Boot, für das Stück, was ich geflogen bin. Aber. Halt die Frage, ob sich sowas denn lohnt. Er sollte ja nicht kaputt gehen. Ich lasse ihn hier trocknen. Okay. Wenn nachher es aufhört zu regnen. David segelt immer noch. Hm. Ziehst deine Runden hier. Ja, Kevin ist umgefallen. Ich komme, Kelly. Aber ich glaube, es würde schon reichen, wenn wir wirklich eine Treppe hier auf das Ding hochbauen. Da steht schon wieder. Dann von unserem Dach ja, oben aus. Ja, Jusen, aber wir kommen nirgendwo hin, weil wir nicht, weil unsere Basis so tief liegt. Okay. Wir schleichen uns mal an. Mal gucken, ob er es mitkriegt. Bis jetzt nicht. Aber ein kraftvoller Hieb. Und man könnte höchstens sagen, mal vielleicht noch Gold, das macht auch wenig. Komm her! Also mein Plan wäre ich spontan, vielleicht irgendwo in der Nähe so einen kleinen Berg zu finden. Vor einen kleinen langen Weg, da erstmal die Dinger hochzuschieben. Aber da eine Base zu bauen. Was? Du willst aber, wenn du eine Base so weit oben baust, kommst halt mit dem Gleiter immer wieder kacke zurück. Was ist denn deine Idee? Ja, erzählen Sie mal. Ist egal, wir können auch hier eine Rampe bauen, aber seid ihr eigentlich meiner Meinung, dass es nicht so viel bringt, oder? Ja, wie gesagt, ja. Wir sind ziemlich tief auf der Karte. Also die Rampe ist halt süß, aber sie bringt uns nicht wirklich über die Baumspitzen auf den nächsten Gebiet. Richtig, und wenn man halt eine Ewigkeit am Strand zwar lang fliegt, sag ich mal, kommt man zwar auch ein Stück, aber ich glaube nach ein paar Kilometern ist auch Schluss und dann liegt das Ding irgendwo da hinten, sag ich mal, an der Ecke. Wir bauen eine Seilbahn. Ja. Rüber zu dem Fels hier gerade, weil der an der Küste ist. Also da hinten oder was, wo ich und Jusen gerade hingucken? Ja, genau. Und da bauen wir eine Treppe hoch Richtung Berg. Das kommt jetzt. Ja, aber man wird ja trotzdem nie da annähernd ins Schnee kommen mit dem Ding. Hier kommen wir mehr oder weniger, auch wenn wir es da bauen, ist ja egal. Wir kommen ja immer nur nach links und rechts. Ja, der Schnee ist ja egal. Auf die Berge wollen wir ja nicht unbedingt. Da ist ja kaum was. Oh. Aber wir können außen rum fliegen. Und wenn wir zurückfliegen wollen, brauchen wir nur an der Küste dann fliegen, weil dann können wir einmal aus der Map außen rumfliegen und sind dann auch wieder da. Also willst du jetzt eine Seilbahn von hier bis hier ans Wasser bauen, dann übers Wasser rüber und von, wenn man vom Wasser drüben ist, nach oben, oder was? Genau, und auf dieser See, also auf dem Fels da, der quasi ins Meer reinreicht, da würde ich halt eine Treppe hochbauen Richtung Berg. Dann haben wir eine Treppe so hoch, dass wir über fast alle Baumkronen rüberkommen, genau. Ja. Über den Berg fliegen ist halt, würde ich generell nicht machen, sag ich mal. Dann fliegen wir halt außen rum. Jo. Müssen wir halt gucken. Die erste Zipline, naja.
Und die jetzt zählen kann, weiß ich gar nicht. Ja, aber ganz ehrlich. Warum bist du denn? Man müsste sie hier hinten an irgendeinem Baum festmachen. Und dann bist du hier fast am Wasser. Und dann, naja, ob man vom Wasser aus rüber noch eine Zipline wird wohl schwer. Der erste Baum, den ich sehe, der dafür, glaube ich, ja. Okay, man kann ja einfach ein paar, ich sag mal, Palisaden übereinander ballern, oder? Mhm. Dann würde man bis rüber kommen, wenn man drüben ist, könnte man bis an den Berg ran und dann müsste man von dem Berg unten nach oben oder keine Ahnung. Und dann willst du von da aus, von der Spitze aus nach rechts zum Berg hin die Treppe bauen. Treppe bauen, okay. So, können wir ja damit schon mal anfangen, oder? Ja. Was sagst du denn als erste Line von zu Hause aus? Nehmen wir den Baum haben. Oder nehmen wir, versuchst du, ob wir hier unten einen nehmen können, aber dann fallen wir immer. Ist ja auch scheiße. Nee, hättest du gesagt, hast oder wir bauen nicht. Hier eine Palisade irgendwo hin. Oder meinst du, hier laufen wir mal das kleine Stück runter und ab da unten bauen wir? Ja, würde ich auch. Ich mach doch da unten die Subline, vielleicht auch vollkommen. Naja, klar, aber wir brauchen ja drüben auf der anderen Seite Holz, um dann die Erweiterung zu bauen. Deswegen fällt der jetzt schon mal ein Baum. Denke ich mal. Oder nicht? Das ist richtig. So, liegt da noch einer neben? Ich habe keinen mehr gesehen. Egal, dann schleppe ich nur einen. Das ist halt nur die Frage. Wenn die hier übereinander bauen würde, würden wir halt ein bisschen Höhe gewinnen, ne? Damit wir auch bis da nach hinten kommen. Okay, David macht erstmal so. Ja, da kommt einer auf dich zugerannt, David. Oder ist das Holle John Boy? Mann, nicht lange drücken, kurz. Vielleicht muss ich mal ins Quick-Menü ranmachen. Ah cool, wir fahren durcheinander, okay. Nicht so wie bei Grounded, ja. Aber übereinander können wir die gar nicht so stellen, ne? Da müssen wir erst eine Wand daneben bauen. Wäre dann auch zu hoch, du würdest irgendwann nicht mehr rankommen. Ah, okay. Wäre jetzt alle zu umständlich. Wir müssen die Baumschirme schon mitnehmen. Die müssen wir mal einmal. Mit dieser Plan. Oh, machen wir erstmal nach Gefühl. So vielleicht? Also noch klackt das, oder? Konnte ich die da nochmal quer am Boden stecken? Also, hochkant. Na, einfach gucken und dann muss das kreisförmig sein auf dem Boden. Das hier geht auch. Nee, es ist quer. Du musst das irgendwie drehen mit Q oder R oder rechtsklick. Ah, alles klar. Würde so. Du kannst auch ein Stück nach vorne gehen. Hier? Immer noch ein Stück. Nee, ich kann es doch weiter schießen. Vielleicht können wir es damit überbrücken. Immer noch ein Stück. So ist okay. Stopp. Und jetzt da den Berg erstmal hoch, oder was? Jo, naja, wenn wir an einem Baum rankommen, müssten wir da vielleicht den außenstehendsten nehmen. Oder so. Oder können ja auch davor irgendwo was ranmachen. Ne, ich würde das mal genau in Richtung Pilot. Und dann vielleicht auf der Erhöhung da noch oben eins hin. Ja, bitte. Direkt hochziehen. Hier, David? Oder er da so, wo du links von dir jetzt, also hinter dir?
Ich hätte gesagt, hier vorne auf der Ecke. Also hier oder was? Oh, wenn es geht. Jo. Geht. Meist. Naja. Müssen wir bloß gucken, dass wir irgendwie versuchen, noch vielleicht ein Stück nach weiter nach vorne zu kommen und dann muss einer da oben, musst du eigentlich von oben nach unten schießen. Ja. Nein, ja. Weißt du, David, da musst du irgendwo da. Ach, pingen geht gar nicht, ne? Man müsste irgendwie hier zu diesem Dings hoch. Genau, und dann Kerzen gerade hoch eigentlich, direkt an die Klippenkante. Oder was denkst du? Ja. Leider nicht hoch. Ich glaube, von oben runterspringen ist das einfachste, ja. Statt von unten nach oben gehen. Wir kriegen das zurück. Ich kann es probieren. Ja. Sonst muss man halt da, wo Jusen steht, erstmal weiter hier nach vorne gehen. Ja, aber hier hinten geht's nicht weiter. Also, da läufst du nur einmal komplett diese Klippe lang. Wenn man hier einen hinstellt, kann man auch da oben einen an die Ecke stellen. Dann kommt man hoch. Oder? Ich würde sogar sagen, von hier gleich nach oben. Das ja, genau, aber wir kommen da erstmal nicht hoch. Das ist das Problem. Wir müssen jetzt erstmal rumlaufen. Ne? Lass mal den anderen Weg hier nehmen. Ich glaube, hier die andere. Ich glaube, hier vorne links kommt man, genau, doch irgendwo hoch, oder? Ich hätte mal was ausprobiert. Bleibt einer kurz hier? Warum? Ich will was ausprobieren. Okay, dann gucken wir dir zu. Oh, krass. Na denn, flotter Auto. Attacke. Du hast gar nichts in der Hand. Das ist so krass. Okay. Ja gut, aber ich komme von hier, glaube ich, nicht weiter. Sieht nicht so aus, wa? Außer wenn du da jetzt die Wand hochglitschen kannst, aber... Nee, sieht nicht so aus. Dann musst du wieder zurückspringen. Ich glaube, hier kommt man ja so hoch, Alter. Jo, na, sonst geh du hoch, Jusen. Ja, ich muss gucken, ob ich da überhaupt hochkomme. Und dann schauen wir mal. Weil sie war wirklich schon mal oben. Und dann, kann man ja mal das Projekt Treppe, Rampe, wie auch immer, in Angriff nehmen. Oh nein, ich bin runtergefallen. Gut. Ich musste niesen und dann bin ich abgerutscht. Ja, der Klassiker, der Klassiker. Sehr schön. Perfekt, danke. Der User ist schon mal oben. Jetzt muss er bloß noch bis an die Klippe laufen und dann Dings hinstellen. Ihr seid bei der Klippe da, oder? Ja, ja. Du musst halt bloß noch ein Stück runterlaufen auf die Ecke wieder, wo du vorhin standest, unten. Guck mal, ihr seht mich. Bin ich hier richtig, oder? Ja, noch weiter, User. Immer weiter da hoch. Da vorne siehst du dann schon die kleine Lichtung in der Klippe. Aber immer noch weiter. Immer noch nicht hier. Nee, okay. Immer noch ein Stück weiter. Immer Richtung Meer. Genau. Das will man mehr. So ist es. So. Genau, jetzt müsstest du uns theoretisch sehen, wenn du hier hinten runter guckst, oder? Wenn du mal in unsere Richtung guckst. Ja, da sehen wir doch deinen Kopf. Und dann stell mal da vorne einen Pfosten hin, wo du jetzt stehst. Also schön dicht an, noch an den Klippenrand, damit David ihn vielleicht treffen kann. Ja, aber vielleicht auch nicht so, dass wir runterfallen. Ja. Ja. Überleg gerade. Na, David, das wird eine Herausforderung, ne? Hörst du das? Siehst du das? Also ich sehe ihn mit dem Fernglas. Aber doch, ich kann dich ganz gut sehen. Versuch mal dein Glück, David. So, Jusen, nimm mal die Pfeilpistole.
Die ist oben in dieser schwarzen Box, oder? Oben links über der Shotgun, genau. Okay. Und jetzt soll ich da drauf schießen und dann auf bei euch da, oder was? Genau. Also beziehungsweise bei dir rauf schießen und dann läufst du das kurze Stück an der Seite hier zurück und rutscht hier runter. Und schießt dann hier rauf. Obsidian trifft nicht, ja? Naja, das Zielen ist auf Entfernung echt blöd. Lauf ich hier richtig? Ja, ja. Ich sehe nicht, ob es sicher ist. Komm zu mir, okay. Da wo ich bin. Was? Wo bist du denn? Ja, da wo Jusen runterrutschen soll. Hier ist ja so Leicht, wo man. Und jetzt, genau, und jetzt da so seitlich runter. Genau, Jusen. Dann rutscht du ungefähr da an, wo David war, und dann müsstest du runterkommen. Ja, aber wenn er tot ist. Warte, er lebt doch noch. Tot? Nee, ich lebe noch. Ja! Okay, wo ist der Stock? Hier vorne. Man schießt hier auch ganz oben ran. Schieß schon mal, Jusen, nicht ganz dicht an. Ja, jetzt bist du den Punkt, genau. Nice! Fahrt nach oben! Ich hoffe, es klappt nicht, dass du runterstolperst. Oh, knapp. Okay. Man flutscht nach vorne. Ah, okay. Ja, einfach nach vorne drücken. Ich gebe extra Speed. Aber haben wir es von da hinten, wo unser Haus nicht mehr auftaucht? Wo alles gerodet ist? Schon mal ein bisschen hergebaut. Ja, David. Und dann müssen wir hier so den Anfang der Rampe bauen und dann Attacke oder was? Wo ist Kelvin eigentlich? Stimmt, wo ist Kelvin, wenn wir ihn brauchen? Wir müssen also was essen und was trinken. Ich kann ja schon mal ein paar Holzlager hinstellen, ein paar Bäume fällen, dann packen wir da Holz schon mal rein und dann bauen wir nichts mehr. Ja, dann machst du die Lager bauen, ich will gleich mit Äxten loslegen. Jo. Mach da. Aber mach erst entspannt, okay? Ich will erstmal hier noch auch essen und so. Ich auch. Erstmal ein paar Energy Schoko Nussriegel zum Vorspeise, oh, dann natürlich auf. Ein leckeres Mahl. Ja. Und was? Ist Kelvin schon da oder wer rodet schon hier? Das ist nee, David. Ich höre die Kettensäge gar nicht, David. Die ist ja schön leise. Das ist eine Elektro-Kettensäge. Achso, ich soll die Finger bauen. X gedrückt. Jetzt müsste gleich kommen. Ne? Ah, da. Und da was. Schade, dass man noch nicht so mehrere hintereinander gleich bauen kann, dass man jedes Mal wieder auswählen muss. Aber ist jetzt kein Weltuntergang. Warum ist es jetzt rum? Du meinst hier deinen Kamm wegnehmen? Oh Gott. Okay, ne, ne, ne. Ja, du schwebst. Du hast keine Dinger mehr. Das geht aber auch ohne. Keine Stöcker. Du kannst halt ohne Stöcker bauen. Digga, ich hatte noch Stöcker. Ich hab's ja noch nicht eingesetzt gehabt. Ich weiß nicht, warum es gerade. Ach man, nee. Warum es gerade rot war. Ist immer noch. Hier weiter hinten geht's ja irgendwo. Oder ging's zumindest. Hier vorne geht's. Vielleicht zu schräg. Ja, machen wir hier auf der Rückseite. Man kann die Dinge, die Baumstämme auf G draufschmeißen. Die sortieren sich dann automatisch eine.
Ja. Alter, ich glaube, du musst davon noch mehr. Boah. Na, oder du ja, ich bin ja dabei, aber wir müssen dann auch erstmal. Aber du kannst ja schon mal mit der Treppe anfangen, David. Wollen wir nicht 1000 Lager, sondern kannst du schon mal mit der Treppe anfangen. So. Ja, so, aber so ein paar Lager wären schon ganz praktisch mal zwischendurch. Weil, glaub, kann man Kelvin sagen, dass er die da reinpacken soll? Aber alles, was halt noch hier rumliegt an Bäumen, verschwindet halt noch. Ja, aber nicht, wenn du es schon als Treppe verbaust. Ja, ich bin noch dabei, du kannst auch eine Treppe bauen, Junge. Denkst du, du bist hier der Bauer. Ich bin der Treppenbeauftragte, ist klar. Lebe, das hier der Bauer, sag mal. Ich hab da Zwilling gefunden, Dicky. Beste doch, Mann. Ich bin nur hier, damit ihr nicht zu zweit seid. Und ich bin allzeit bereit. Du bist unser Kind. Was bin ich? Du bist unser Kelvin, hat er gesagt. Das ist auch keine Beleidigung. Für mich ein sehr ehrenvoller Mann. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Äste noch planen. Feuerwehr-Axt macht mehr Spaß. Wo haben wir denn hier? Okay. Oh, hier ist ein Doppelter direkt neben uns. Ein Doppeltgemoppelter. Ich schmeiß ihn mit Stein. Ich der Absachse. Oh, oh fuck. Hier kommen noch mehr. Hey, ist Kelvin hier? Kelvin ist gerade hier, ja. Das ist super. Alter, hat er einen Schuss ausgereicht? Da habe ich echt gut getroffen, ne? Ja, weil wir schlachten. Jo. David? Ja. David schlachten? Nee, nicht David schlachten. Nee, ich bin nicht. Nee, die sind ziemlich nicht gebührt. Oder so. Hab einen Ast gefunden, war sehr erfolgreich bis jetzt. War sehr erfolgreich. Gibt's hier denn kleine Bäume oder so? Alter, hier, du kannst doch die ganzen Dinger hier kaputt machen. Schau mal, wo ich bin. Da gibt alles Äste hier. Was kein Bock? Okay. Mann, oh, diese fucking Kacke Leona hat mir hier 4 Kills geklaut. Ja, ja. Mann, ich geh nur kurz im Bio hin. Äste, Äste, Äste. Wir sind keiner ausgefallen, okay. Oh, ich sag ihm mal, er soll den Kelvin, dass er die Behälter füllt. Dann könnt ihr weiter. Unsere Lady ist auch da. Sind unter uns beschützt. Was soll denn das jetzt heißen, ja? Also wirklich, das war eine Beleidigung an uns alle irgendwie. Oh, was denn? Da ist ein Stock in dich. Ja, nicht an dich, du bist ja nicht dabei. Okay, genug Stöcker gesammelt. Mann, und David, mein verkackter Jax, der klaut mir seit der ersten Minute mein Jungle Farm. Und dann ist der noch Toxic. Toxic Rex? Ey, ich hasse diese League of Legends Community wirklich. Das ist dein neuer Pornoname, oder? Wie? Dein neuer Pornoname, oder? Toxic Rex. Ich hab den Namen nicht verstanden. Toxic Rex. Hilfe! Oh fuck. Hab ich aber voll gechillt. Jetzt bin ich aber auf dem Level, in dem ich Games gewinnen muss. Okay. Dann gehen wir nochmal erst zusammen. Oder wollen wir schlafen gehen? Ich bereite nur vor. Das ist schön.
Warst zwar nie bei den Pfadfindern, aber man würde dir fast abkaufen. Schön duster, Alter. Doch, alle nur Angst. Ja, und? Man sieht halt auch irgendwo besser weniger, ne? Wenn jemand einen Plan aufbaut, dann... Ist schon. Ich habe alles schon vorbereitet, Digga. Hier habe ich mich jetzt verbaut. Hä? Verstehe ich nicht. Hm. Wer bist du? Was machst du hier? Nächtle. Ich bin so dumm. Ich hab falsch gebaut, David. Ach, David. Ja. Und wunder mich, warum der Sylas mich hier one-shottet. Ich hab voll vergessen, Wits End zu bauen. Der Spitzmaster hier. Ist doch eigentlich egal, was du baust. Nee, Wits End gibt mir halt schon ordentlich mehr, ne? Wir haben viel. Verteilen wir bloß noch mal ein paar Äste, Leute, und dann machen wir gleich Feierabend für heute. Und dann basteln wir beim nächsten Mal weiter, oder wir bauen das schon mal so fertig, vielleicht sogar offstream, müssen wir mal schauen. Dann wisst ihr ja nicht, wie interessiert ihr dran seid, wenn wir hier stundenlang rumtüfteln. Ich finde das spannend. Sehr interessiert auf jeden Fall, da sehe ich mich. Beim Rumtüfteln? Ja, why not? Gut, Game durch, haben wir gewonnen. Wir können das ausgehen, ich guck keine Äste raus. Oh nein. Alter, der Baum war groß. Oh nö, jetzt sag mir nicht nur, weil hier dieser Kackstein, das können wir hier nicht bauen. Alter, ich kümmere mich. Bau doch eine Plattform. Den Stein nicht abbauen. Das war auch ein richtiger. Oh, okay, ich hab gehört, das war ein kleiner. Oh, mir juckt die Nase. Ah, schön. Sehr schön. Mir juckt das Auge. Okay. Der Stamm ist genau ins feindliche Lager gefallen da hinten. Also könnte sein, dass sie jetzt böse auf uns sind, Leute. Ich bin aber nicht dran schuld. Ich hoffe, mich halten die da raus. Was? Jawoll, 4-0. Na, okay. Ich habe sie fast alle fertig gebaut, David. Zwei Stück. Fehlen nur noch, alle anderen sind fertig. Du hast auf jeden Fall genug Platz, weiß nicht. Kannst du Kelvin sagen, dass der das da reinpacken soll, oder rafft er das denn nicht? Ich mach das doch die ganze Zeit. Ah, okay. Weil bloß noch mal so eine Frage am Rande. Ja, man muss dann auf Kohl, Stämme und dann in Behälter füllen. Ach so. Hey ho. Vögel haben ein bisschen was dagegen, was wir hier machen. Werden von Möwen umkreist. Möwen haben nichts zu sagen. Wir sind ein Mensch, wir sind stärker. Naja, gut. Dann reden wir nicht weiter um den heißen Brei, meine Lieben. Dann machen wir Feierabend für heute. Dann sagen wir schon mal danke für dabei sein, danke für Zuschauen, danke für vielleicht Followen, für Nachgucken. Einfach für alles. Und schlaf gut, Judith Nächtle. Wir sehen uns spätestens am Donnerstag wieder. Kommt was auf die Zoo gerannt. Okay. Das war jetzt wieder nicht der Plan. Da kommen welche, wartet.
Ende im Gelände. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Schlaft schön und so. Genau am Donnerstag zocken wir vielleicht hier weiter oder zocken auch mal was anderes. Lasst euch überraschen. Jo. Was? Minecraft? Naja, wie gesagt, lasst euch überraschen. Oh, mehr Party. Ihr seid so fleißig am Bauen. Denn, haut da rein, meine Lieben. Und bis Donnerstag, würde ich sagen. Wiedersehen. Ja. Bis ciao und ein Jau. Haut da rein.